Der große sportliche, aber vor allem auch finanzielle Erfolg des FC Bayern ist eng mit einem Namen verknüpft: Uli Hoeneß. Dass es sich der deutsche Rekordmeister leisten kann, einen Spieler für 40 Millionen Euro Ablöse zu verpflichten, so kürzlich bei Javi Martinez, liegt aber natürlich nicht nur an Uli Hoeneß. Auch Karl Hopfner leistete als Finanzvorstand seinen Teil dazu bei. Hopfner ist seit 1983 beim FC Bayern, wurde vor kurzem 60 Jahre alt und scheidet nun auf eigenen Wunsch aus. Nun gaben die Bayern bekannt, dass Jan-Christian Dresen Hopfners Nachfolger wird. Und zwar ab Beginn des neuen Jahres. Der 45 Jahre alte Dresen ist derzeit noch im Vorstand der Bayerischen Landesbank. FCB-Präsident Uli Hoeneß erklärte: "Uns war und ist allen klar, dass Karl Hopfner zu ersetzen keine leichte Aufgabe sein wird. Aber wir sind sicher, dass Jan-Christian Dresen mit seinen Fähigkeiten Karl Hopfners Bereiche so erfolgreich weiterführen kann, wie wir das nun seit vielen Jahren gewohnt sind." Hopfner will dem FC Bayern als Vizepräsident im Bereich Finanzen und damit auch im Aufsichtsrat erhalten bleiben.